Wir für mehr Menschlichkeit. Mit Fackeln bestückt marschiert die IG Metall zur Landmarke Tiger and Turtle. Ein Bild, das traditionell das Ende der Friedenspflicht in Tarifstreitigkeiten einläutet. So wie bei den Verhandlungen der Eisen- und Stahlindustrie. Auch Udo Winkler läuft mit, ein alter Hase bei ThyssenKrupp Steel. Ich bin heute hier, weil ich für eine Stahlerhöhung, eine Tariferhöhung bin, und zwar in Höhe der Inflationsrate. Wir fordern 8,2%. 7,9 ist aktuell die Inflationsrate. Wir sind ganz nah dran, plus minus null, genau dahin. Wir wollen nicht mehr als zum Leben haben, mehr nicht, denn das steht uns zu, von unserer Arbeit vernünftig ernährt zu werden, dass wir vernünftig tanken können, unsere Miete bezahlen und alles an Unkosten, genauso wie der Unternehmer das möchte, dass wir vernünftig Geld und leben können. Nicht mehr und nicht weniger, aus Sicht der Beschäftigten. Besonders für den Stahlriesen ThyssenKrupp Steel sind es herausfordernde Zeiten. Aber eben auch für die Beschäftigten der gesamten Branche. Die Preise werden teurer, der Lohn dadurch weniger wert. Wer mehr Wert schafft, hat auch mehr verdient, ist da die Meinung der Duisburger IG Metall um Ünsal Bascher. Er hat zum Lichtermarsch aufgerufen. Der Druck ist groß. Ob das an der Tankstelle ist oder beim Einkaufen, überall spürt man die Inflation. Tarifverträge alleine werden die Inflation nicht bekämpfen können, aber wir brauchen definitiv mehr im Portemonnaie. Wir fordern, dass die Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen um 8,2% erhöht werden. Des Weiteren fordern wir, dass die Altersteilzeit verlängert wird, dass Kolleginnen und Kollegen, die lange und hart gearbeitet haben, auch faire Ausstiegsmöglichkeiten aus dem Berufsleben haben. Und wir fordern, dass die Beschäftigungssicherung verlängert wird. Das heißt, dass Auszubildende im Anschluss an eine Berufsausbildung auch in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden. Bereits zwei Verhandlungsrunden mit dem Arbeitgeberverband Stahl waren erfolglos. Die haben eine Einmalzahlung in Höhe von 2.100 Euro für 12 Monate angeboten. Nicht genug für die Beschäftigten der Eisen- und Stahlindustrie. Dramatisch ist die Situation auch für die Azubis. Ja, man fängt eine Ausbildung an und man freut sich erstmal darüber, dass man jetzt regelmäßig einen gewissen Betrag bezahlt kriegt. Aber man stellt in einer sehr kurzen Zeit fest, dass das doch nicht so einfach ist. Wenn die Ausbildung, nur weil sie regelmäßig ist, heißt das nicht, dass man deswegen gut über die Runden kommt. Die muss auch angemessen hoch sein. Wichtig für uns Azubis ist aber, das möchte ich nochmal erwähnen, ist die unbefristete Übernahme, die Forderung. Die Forderung hat sich leider zu einer traditionellen Forderung entwickelt, leider, weil die Arbeitgeber traurigerweise so hartnäckig sind und sagen, nein, das wollen wir nicht. Auch hier möchte ich klarstellen, wir wünschen uns keine unbefristete Übernahme, wir strengen uns über mehrere Jahre in der Ausbildung an. Hoch oben im Duisburger Süden steht man Seite an Seite für die Forderungen ein, egal ob jung oder alt. Ich sag ganz klar, wir haben genügend Kampfkraft, wir haben genügend Selbstbewusstsein, wir werden das wuppen. Wenn die das nicht glauben, dann werden wir es denen zeigen. Denn eins ist klar, wir, die IG Metall, wir Kollegen auf ThyssenKrupp Stahl und den anderen Werken, wir können das zeigen, wo es lang geht. Und dann werden die Arbeitgeber leider merken, wo es wehtut, nämlich in der Produktion. Wenn wir die stillsetzen, dann sage ich ganz klar, dann seid ihr selber schuld. Wer bei Wind und Wetter mit Fackeln die Duisburger Landmarke erklimmt, der ist auch zu mehr fähig. Hier brennt man für den Stahl. Am Donnerstag ist der erste Warnstreik in Duisburg geplant. Denn Stahl hat Zukunft.